Nutzt ihr manchmal Sticker oder seid vielleicht sogar Team Sticker-Spammer? Habt ihr auch schon mal Sticker zugeschickt bekommen, die jemand selbst gemacht hat? Darum geht es nämlich heute. Ich zeige euch, wie ihr eigene Sticker für WhatsApp machen könnt, was ihr dabei beachten solltet, damit es gut klappt. All das seht ihr nach dem Intro. Los geht's! Also Sticker in WhatsApp, man kennt's. Einfach unten auf das Sticker-Symbol klicken und dann sieht man alle Sticker, die man schon mal runtergeladen hat. Oder man klickt auf das Plus und kann sich da weitere Pakete runterladen. Und wenn ich jetzt hier runterscrolle, dann sehe ich schon, dass unten dieser Text steht, Sticker-Apps entdecken. Und das habe ich für euch auch mal gemacht. Folgende Sticker drücken meine Emotionen dazu ganz gut aus. Jede App hat mich mit was anderem geärgert. In der einen konnte ich zwar besser Bilder ausschneiden, dafür wurde ich die ganze Zeit mit Werbung zugespammt für kostenpflichtige Apps. Oder es gab zwar keine Werbung, aber dafür konnte ich die App ohne Geld dafür auszugeben eigentlich gar nicht nutzen. Fazit: ziemlich nervig, aber eigentlich irgendwie auch klar, natürlich wollen die App-Hersteller auch Geld mit ihrer App verdienen. Und meine finale Wahl ist auf Trommelwirbel Stickerly gefallen. Diese App ist aktuell kostenlos und hat ein USK-Kennzeichen ab 12 Jahren. Wenn man die App das erste Mal öffnet, dann fragt sie einen, ob man sich anmelden möchte. Das kann man erstmal ignorieren, also hier oben auf das X klicken. Das kann man später benutzen, um seine eigenen Sticker gut zu speichern und über einen Account wiederzufinden, aber braucht man erstmal nicht. Dann kann es sein, die App fragt euch noch bestimmte Berechtigungen oder Benachrichtigungen ab. Zum Beispiel fragt sie hier, ob es mir Mitteilungen senden darf. Das lehne ich auch erstmal ab. Und dann kann ich auch schon fast starten. App-Tracking lehne ich auch noch kurz ab. Es kann sein, euer Handy fragt euch das gar nicht. Und dann geht's los. Um loszulegen, klickt man hier unten auf dieses Plus und kann nun zwei verschiedene Sachen machen. Insgesamt gibt es eigentlich sogar drei Optionen, die gehen wir mal nacheinander durch. Fangen wir an mit dem ersten. Ganz normale Sticker aus Fotos machen. Dazu muss ich hier einmal den Zugriff auf meine Fotos erlauben, weil sonst kann ich natürlich keine Bilder hochladen, die ich schon gemacht habe. Und dann nehme ich doch mal direkt hier dieses Bild von mir und möchte daraus jetzt einen Sticker machen. Das kann ich jetzt machen, indem ich zum Beispiel entweder hier so eine rechteckige Auswahl vornehme. Das ist mir aber ein bisschen zu ungenau, deswegen gehe ich nochmal wieder zurück. Oder ich nehme hier diesen Finger und kann dann einfach einmal außen drumherum gehen. Wäre auch eine Möglichkeit. Oder was eigentlich noch viel einfacher geht, gerade wenn man Personen hat, ist hier auf Auto zu klicken. Und dann wird automatisch ausgewählt, dass ich ein Mensch bin. Und wenn das jetzt so ein bisschen ungenau an mir noch nicht so ganz passt, kann ich hier auf diesen Pinsel gehen und sehe mit Blau, was ausgewählt wurde. Und kann eben hier mit dem Pinsel jeweils wiederherstellen, wenn irgendwo noch was fehlt. Oder löschen, wenn was zu viel dabei ist. Und ihr seht auch mit dieser kleinen Vergrößerung immer, was man genau gerade macht. Und kann theoretisch hier auch so ein bisschen ranzoomen und sieht dann noch ein bisschen besser, wo man gerade bearbeitet. Wenn ich zufrieden bin, dann mache ich das Ganze wieder groß, gehe auf Übernehmen und habe jetzt hier meine Auswahl und kann jetzt hier noch verschiedene Dinge hinzufügen. Wenn ich möchte, also zum Beispiel einen Hintergrund oder Emojis oder ich schreibe noch irgendwie ein bisschen Text dazu. Love, love, love. Ändere noch die Textart, eine, die ich gut finde, und schreibe das dann hier unten rein. Jetzt kann ich alles noch anpassen, wo möchte ich denn welches Element haben. Und wenn ich denke, dass das fertig ist, klicke ich auf Weiter und kann jetzt noch einige Tags hinzufügen, also quasi Hashtags, mit denen ich später diesen Sticker auch wiederfinden kann. Und wenn ich damit fertig bin, dann gehe ich auf Speichern und muss auf Neues Paket klicken. Das heißt, Sticker werden immer in ein Paket zusammengebündelt. Ich nenne das jetzt einfach mal Mi mit 2e und das Ganze ist erstellt von meinem Kürzel. Und was jetzt ganz wichtig ist, ist unten bei Suche erlauben, den Slider auszumachen. Denn ihr wollt ja nicht, dass eure Fotos von Fremden, die auch diese App benutzen, einfach gefunden werden können. Also das ausstellen und schon seid ihr fertig. Einmal auf Erstellen klicken und dann wird das Ganze gespeichert und ihr habt euren ersten Sticker gemacht. Jetzt kommen wir zum zweiten. Und zwar klicke ich hier wieder auf Sticker hinzufügen in der gleichen Sammlung und gehe unten nicht auf Aufnahmen, sondern ganz rechts auf Text. Hier kann ich jetzt einige dieser Vorlagen zum Beispiel nutzen oder ich mache ein ganz neues. Ich nehme jetzt mal hier diese Vorlage, die finde ich ganz witzig und ändere mal den Text ab. So,
So, fertig. Könnte da auch noch die Schriftart wieder ändern, die Farbe ändern und so weiter. Ich lasse es jetzt mal so. Auch da könnte ich wieder Emojis hinzufügen, einen Hintergrund ändern oder eben den Hintergrund durchsichtig lassen. Und dann gehe ich auf Weiter und speichere das Ganze. Und habe dann später das auch als weiteren Sticker. Und jetzt gibt es noch eine dritte Möglichkeit, nämlich einen animierten Sticker zu erstellen. Und dazu muss ich einmal hier zurückgehen, nochmal auf das Plus drücken und auf Animierte. Hier kann ich jetzt auch wieder entweder ein GIF als Vorlage nehmen, das mache ich jetzt nicht, sondern gehe auf Aufnahmen und suche jetzt hier ein Video aus, was ich vorher schon gemacht habe. Zum Beispiel nehmen wir mal dieses hier, wo ich so overly excited bin. Und jetzt kann ich noch gucken, passt mir das? Eigentlich ist mir das am Ende zu lang, also kann ich sie unten einfach mit diesem Schieber ein bisschen kürzer schieben und sehe dann immer, was passiert und wie das als Bumerang sich bewegt. Und wenn ich fertig bin, drücke ich auf Weiter. Und also dies fand ich echt richtig cool. Ich kann jetzt hier auch auf Auto klicken und damit wieder genau mich zuschneiden lassen, sodass der Hintergrund verschwindet und das Studio nicht mehr zu sehen ist. Auch hier kann ich jetzt wieder Text hinzufügen. Und wenn ich damit fertig bin, auf Weiter klicken. Und dann wird das Ganze einmal fertig erstellt und ich habe meinen ersten animierten Sticker gemacht. Hier kann ich auch wieder Text hinzufügen, auf Speichern klicken, ein neues Paket machen. Animierte Sticker brauchen ein eigenes Paket. Ich nenne das mal Animiertes Me. Auch hier wieder dran denken, dass man die Suche auf jeden Fall ausstellt und auf Erstellen klicken. Und habe meinen ersten Sticker fertig. Bevor ich euch jetzt zeige, wie man die Sticker denn in WhatsApp reinkriegt, ein wichtiger Hinweis. Leider höre ich immer wieder mal Geschichten von Stickern, die rumgehen, auf denen man nicht selbst zu sehen ist, sondern andere Personen. Und das ist für die unter Umständen nicht nur unangenehm, sondern die könnten sogar eine Anzeige deswegen erstatten, denn das verstößt gegen das Recht am eigenen Bild. Deshalb ganz wichtig, immer erst fragen, bevor man Bilder oder eben auch Sticker von anderen verschickt. Marius, wollen wir einen Sticker zusammen machen? Klar. Dann los. Okay, der Sticker ist jetzt auch in einer der Sammlungen drin, dann fügen wir die doch mal in WhatsApp hinzu. Das funktioniert erst, wenn in deiner Sammlung mindestens 3 Sticker sind. Du gehst also unten auf dein Profil, siehst dann deine Sammlung, wählst eine aus und gehst unten auf Hinzufügen zu WhatsApp. Jetzt lädt das Ganze kurz, öffnet WhatsApp, importiert es da, dann geht man auf Sichern. Und wenn ich jetzt in einem Chat Sticker auswähle, dann sind hier auch meine neuen animierten Sticker. Marius, kann ich den gleich an Kim schicken? Klar. Okay. Und ich schicke ihn noch in der Familiengruppe, ja? Die kennen mich doch gar nicht. Ja, okay, hast recht. Ja, hast recht. Nee, dann schicke ich den da nicht rein. Denk dran, immer erst fragen und dann viel Spaß damit.